gefährliche Konfrontation zwischen US-amerikanischen und russischen Kampfpiloten über dem syrischen Luftraum. Gemäß Oberst Joe Buccino, Sprecher des US-Zentralkommandos, versuchten russische Kampfjetpiloten US-Jets über Syrien zu einem sogenannten Dogfight, also einem Luftkampf in nächster Nähe mit Absicht, den anderen Kampfjet abzuschießen, zu zwingen. Die US-Seite spricht von einem Muster immer aggressiveren Verhaltens der Russen. Dabei geht es den Russen wohl nicht um einen direkten Abschuss, aber um Provokationen und die Möglichkeit, die Luftwaffe der Vereinigten Staaten in einen internationalen Vorfall zu ziehen, so die US-Seite weiter. Ein Video, das vom US-Zentralkommando im April veröffentlicht wurde, zeigt einen russischen Su-35-Kampfjet, der gemäß US-Aussagen ein unsicheres und unprofessionelles Abfangen eines US-F-16-Kampfjets durchführt. Ein zweites Video zeigt eine Annäherung der russischen Seite an westliche Koalitionsflugzeuge von weniger als 2000 Fuß, sprich 600 Metern. In Syrien herrscht eine vereinbarte Endkonfliktlinie zwischen russischer und westlicher Koalitionseinsatzgebiete. Dabei würden die russische Seite diese Linie immer mehr verletzen. Seit März hätten russische Jets 85 Mal gegen vereinbarte Endkonfliktprotokolle verstoßen, so Oberst Joe Buccino weiter.